Zum Quell der Nacht geht es jetzt. War ein bisschen schade, weil jetzt habe ich... Eure jämmerliche Allianz wird zerfallen. Euer Kindkönig wird sich mir beugen und mir dienen, wie ihr alle. Illidans leere Hülle ist das perfekte Gefäß für meinen Meister. Sargeras wird sich erheben und wir werden eure Welt brennen sehen. Bringen wir es zu Ende. Bringen wir es zu Ende. Und wir haben es gehört, Elisande wird uns jetzt noch helfen, ja? Valyria. Und das sind, ja, das sind diese... mit ihren Mächten müssen wir uns auch gegen Gul'dan zu helfen wissen. Die Tanks haben die resonante Barriere, wo sie sich quasi unverwundbar mit einem Schild ausstatten können. Aber das hätte nur, ja. Und die Damage-Dealer, Valyria, du hast ja irgendwas, wo du dich dann schneller bewegen kannst und mehr Schaden machst und so alles, gell? Zeitverschiebung. Ja, und die Heiler haben etwas, wo sie sich schützen können und andere um sich rum. Ja, weil es ein bisschen schade, dass die, das Elisande hat ja noch geredet und wenn dann jemand hochgeht zu Gul'dan, dann hört man dann, naja, gut. Er hat ja nur geredet. Geradet. Die Kette der Ereignisse, die in Gang gesetzt wurde, als Garrosh nach Draenor floh, setzt sich ungeachtet aller Wendungen und Wirrungen bis zum heutigen Tag fort. Der auf Draenor gescheiterte Gul'dan schickt sich jetzt an, den ultimativen Sieg für seine Meisterreligion zu erringen. Auf dem höchsten Punkt der Nachtfestung, unter einem sich rasend schnell drehenden Strudel aus Teufelsenergie, wartet der verrätische Ork-Hexenmeister auf die Erfüllung seines Schicksals. Nicht auf. Oh, es geht los. Ich habe auch keinen Pulltimer gesehen, okay. Ja, Leute, das ist ein anderer Raid. Wir hatten da so ein bisschen Aufnahmeprobleme über Liria und dann machen wir es einfach gerade normal. Auch wenn wir nichts dafür unbedingt kriegen. Aber Bonusfood könnten wir immer noch machen, wenn wir wollen. Ja? Freund hat es vergessen. So, jedenfalls hier muss man halt drauf achten. Wir sind ja, haben ja Elisandes Fähigkeiten bekommen, die uns helfen können. Das muss ich auch gegen das Vieh benutzen, was ich gerade tanke. Wenn er irgendwie so ein zerschmettert, Essenz zertrümmern, genau. Da muss ich mich gegen unverwundbar machen. Das Gefäß muss bereit sein. Aber letztendlich soll der da hinten mit Totenkopf wurde gesetzt, der soll als erstes sterben. Ansonsten muss jeder so ein bisschen gucken. Wenn Gul'dan so diesen Strahl macht, sollte man nicht zu lange drinnen stehen bleiben. Der sucht sich halt jemand aus dem Raid raus und wenn die Leute halt zusammenstehen, was halt sehr oft der Fall ist dann hier, dann kann man das kaum verhindern, dass es jeder ein bisschen abkriegt. Ja, Gul'dan dreht sich halt um, zaubert es schnell. Wow. Jetzt haben wir halt hier noch diesen Fallensteller. Seelenvortex. Okay. Das ist die Falle. Asche. Verbrennt von innen. Von der Falle soll man halt weglaufen, weil die zieht Spieler ran und macht Schaden. Ansonsten kann man diese drei Bösewichte der Legion, die Dämonen, sind halt sowieso drei kleine Minibosse. Gul'dan, der kommt erst jetzt. Versagt, Helden. Das Ritual beginnt. Doch erst gönne ich mir ein Vergnügen und töte euch. Genau. Gönnt sich ein Vergnügen, ja. So, jetzt kommt das Ding, warum die Tanks überhaupt Symbole haben. Der Stern, beziehungsweise ich, die bleiben alleine. Hoffentlich sehen das die Leute auch. Die müssen das eigentlich kennen, Gul'dan, ja? Ja. Teufelsfesseln auf ihn. Oh, der hat drei Stacks, das gibt's nicht, ey. Tanks sollten halt jetzt alleine stellen, das hat jetzt vier Stacks. Der hat halt sowas wie Energie. Und jedes Mal, wenn man, wenn neben seinem aktiven Tanken jemand anders steht, dann benutzt er so einen Schlag, der Energie verbraucht, ja. Jetzt müsste eigentlich der andere Tank mal zu mir kommen. Ansonsten müssen diese Augen auf jeden Fall hier, die müssen relativ schnell sterben. Das ist das Einzige, was auch wirklich denn sonst jemand töten kann. Okay. Angriff ausweichen, das wird halt irgendwo hingefeuert, sein flüssiges Teufelsfeuer. Jetzt hat er. Jetzt hat er wieder gute Energie. Da müsste eigentlich der andere Tank mal zu mir kommen. Aber macht er irgendwie nicht. Eisen. Das,
Jetzt macht ihr die Teufelsfest und ich als Tank kann da aus alleine rauslaufen. Braucht eigentlich niemand zu mir kommen. Dennoch, normalerweise jeder andere Spieler, der muss auf zwei, denke ich mal, auf zwei andere warten, Valyria oder so, gell? Ja. Jetzt habe ich mich mal vorhin gestellt, da hat er noch viel mehr Schaden jetzt gemacht mit dem Schlag. Ja, dann verliert der Gul'dan, der benutzt immer seine ganze Energie für diesen mächtigen Schlag und bufft sich danach. Und der Sollmann, das fand ich überhaupt nicht so witzig. Man soll das alle 11 Sekunden muss man sich zum anderen Tank stellen. Jetzt haben wir wieder diese Augen. Alle 11 Sekunden, jetzt muss ich mich wieder zum anderen stellen, dann bufft er sich. Das nennt sich teuflischer Zorn, Angriffstempo erhöht. Und dabei verbraucht er halt seine Energie. Und benutzt dann noch die Teufelssense. Oh, das ist der andere Tank. Hätte ich eigentlich eben spotten müssen, damit Gul'dan erst gar nicht so weit in den Rand kommt, aber... Jo, vor lauter Schwafeln, Valyria, gell? Ja, passiert. So, der andere Tank kann sie eigentlich wieder zu mir kommen. Und ich gehe mal kurz zu ihm. Ne, er kommt nicht. Gut, wir machen das ja ganz hier auf normal, also direkt sterben tut man da auch nicht unbedingt, aber ansonsten ist das schon ziemlich wichtig. Guck mal, dann nehme ich jemand anderen. Ich habe mich jetzt einfach hier zu jemand anderen gestellt, da ist wieder die Energie weg. Auge von Gul'dan kommt wieder. Sollte man Gul'dan am besten so ziehen, dass die Nahkämpfer nicht vor ihm stehen. Jetzt bin ich wieder in einem Gefängnis, gehe raus. Und habt ihr gesehen, das tötet mich auch nicht. Aber für andere Leute wird es bedeuten, dass sie sterben. Ja, Valyria, du kennst es ja. Wenn da jemand alleine rausläuft, dann ist er tot. Ich habe leider diese Fesseln. Das merke ich ja auch gerade, ja. Man kann ja theoretisch auch diese resonante Barriere auch mal benutzen, alle 3 Minuten oder so. Wenn es mal richtig schief läuft. Kann ich ja machen, wenn er jetzt gleich wieder Fesseln macht auf den anderen Tank. Ich stelle mich jetzt mal wieder zu ihm. Das fand ich am Anfang, habe ich mir gedacht, oh Mann, ey, da komme ich mir ja vor. Ich muss mich da alle 11 Sekunden zum anderen Tank stellen oder der andere Tank kommt zu mir. So, jetzt macht der Teufelsfesseln. Die Gestalt der Macht. Und wieder ein paar Augen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Oh, der hat jetzt noch ein Auge dazu bekommen. Das hat sich jetzt verdoppelt, gell? Nur mehr Macht. Wow. Da hat er mich aber auch getroffen, eben. Stell mich lieber so, dass es viel Platz ist. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Kein Toter, oder? Nö. Bisher nicht. Oh, der hat jetzt wieder ein bisschen viel Energie. Angriff ausweichen. Da sollen die Heiler dann halt auch wieder ihre Schutzkuppel benutzen. Das aktiviere ich einfach mal die Kuppel hier und spring raus. Ja, was heißt aktiviere die Kuppel? Mein Schutzschild halt. So, einmal kurz durch den Tank gelaufen. Und jetzt die Augen, die müssen weg. Boah, das... Wenn die Augen zu lang leben... Das ist nur ein einziges, aber dafür ist es mächtiger als die kleinen Augen. Ja. Die Augen müssen auf jeden Fall immer mit absoluter Priorität weggehauen werden. Jetzt gehe ich mal kurz zum Tank. Ich habe zu tun. Ne, er hat was zu tun. Jetzt macht er wieder seinen komischen Kuppelzauber. Fügt euch. Noch kann den Brunnen der Seelen hat erschafft er jetzt. Zeit, die Seele des Dämonenjägers seinen Körper zurückzugeben und der Legion einen Ritt zu nehmen. Noch kann es Gnade geben. Zeit, die Seele des Dämonenjägers seinem Körper zurückzugeben und der Legion einen Wirt zu nehmen. Verbrennt von innen. Verbrennt von innen. Flammen von Sargeras, da muss der Spieler rausgehen. Oh, oh. Und jetzt ziehen wir den an der Rand. Das werden wir jetzt auch gleich den Grund sehen. Die Fessel macht er jetzt nicht mehr, wo der irgendwelche Leute wegstößt. Hier ist das mächtige Auge von Gul'dan. Ich muss aber jetzt mal wieder zum Tank.
Komm, verlier deine Energie. Wir müssen. Genau, alle 11 Sekunden. Sehr spannend gemacht, aber so ist es halt. Obwohl da auch manchmal irgendwelche Nahkämpfer, das. Boah, aber man kann seinen Rücken ja auch gar nicht übersehen, so wie der jetzt aussieht, oder? Nee. Naja, da hatten wir, beim ersten Mal hatten wir da Probleme. Der sieht ein bisschen aus wie du. Ja, stimmt. Schwarze Ernte. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir haben halt, der holt er sich die Seelen in diesem, diesem Brunnen da in der Mitte und da müssen zwischendurch müssen da Leute reingehen und dafür sorgen, die kriegen zwar Schaden. Oh. Ich weiß es. Da ist hinten das Katka, ja. Aber jetzt müssen wir auf die andere Seite. Tod bringen. Diese Welt gehört uns, nicht der Legion. Wir können ihn aufhalten. Ich weiß es. Von innen. Soll der Sturm euch den Tod bringen? Diese Welt gehört uns, nicht der Legion. Und deswegen halten wir Gul'dan an einem Rand. Weil er den Sturm so groß um sich rumzaubert. So, jetzt wieder zum Tank gestellt. Und wieder ein Auge. Das ist schon gut, dass ich frei bin, dann kann ich auch mal wieder aufs Auge gehen. Die müssen auf jeden Fall immer weggehauen werden. Ansonsten muss man Gul'dan eigentlich nur bewegen, dass er, dass diese, wenn diese roten Flächen da auf dem Boden irgendwie zu sehr stören, ja. Aber er sieht verdammt gut aus, Valyria, ich denke mal. Ja, ich glaube, das wird wieder ein One-Shot. Komm ich. Ja, da hinten ist Katka, der macht fleißig mit. Und wie gesagt, ich habe alle Quests aufgehoben, die man gleich abgeben kann. Schwarze Ernte. Ich kann es ja mal zeigen. Da muss man sich 3 Sekunden reinstellen. Erst bekommt man Brunnen der Seelen. Dann kriegt man Schattenschaden. Und jetzt muss ich eh auf die andere Seite. Ach, im Ernst. Bei 1%. Nicht der Legion. Niederknien sollen. Weiter, Champions. Gul'dan wankt. Er wird fallen. Verbrennt von innen. Warum sterbt ihr nicht? Warum gebt ihr nicht auf? Hey, ihr hättet niederknien sollen, sagt er zu uns. Oh, jetzt kommt die Cutscene. Ihr habt gesehen, was ich schon sah. Ihr kennt unseren Gegner. Und nun, Sterbliche, folgt mir in den Abgrund. Folgt mir in den Abgrund, ja. Ich denke mal, das ist genau das, was uns dann im nächsten Patch auf der Insel erwarten wird, auf der, wie ist sie nochmal, Valyria? Du kannst hier Bonuswurf machen, ich mach's einfach auch mal, auf der verhärkten Küste. Ja, ich hab da jetzt... Hast du wieder vergessen, oder? Artefakten abbekommen. Ich würfel mal. Vielleicht, aber so, das kann ich dir eh nicht abgeben. Und ich krieg sogar die Hosen. Die sind sogar gebrockt.
kriegsgeschmiedet. Geil. Ja. Naja, die kann ich natürlich jetzt nicht abgeben, ja. Die hätte ich gebrauchen können. Ja, jetzt kann ich hier diesen komischen Klostein. Ey, nee, ich finde den Diamanten gar nicht mal so schlecht, aber ich mach den trotzdem jetzt weg. Klostein. Okay, Leute, ja, Valira und ich haben gewartet, bis die anderen Leute dann halt wieder draußen waren, damit wir hier vollkommen in Ruhe uns das Ganze hier nochmal anschauen können, während ich die Quest hier abgebe. Also wir sind hier auf der Nachtspitze und wir können im Hintergrund, können wir da hinten Dalaran sehen und natürlich die verheerte Küste. Und ich gehe schwer davon aus, dass Illidan das mit Abgrund meint, Valyria, weil das ist das Nächste, was hier passieren wird mit Liedchen. So, bevor wir aber mit Khadgar reden, sehen wir... Wir sehen eigentlich jeden, der hier teilgenommen hat. Also, die Göttin ist mein Schild. Tirande, Tenubala, Victoire, Deserteurin der Dämmerwache. Die Schalderei leiden. Silkrin. Hallo. Aluel, die Schwester von demjenigen von... Wie hieß er nochmal? Aluin, ja, wo wir immer dachten, er will uns irgendwie ein bisschen auf den Arm nehmen. Hat er auch ein bisschen. Ja gut, Großmagister Romat, mit dem haben wir nicht wirklich viel zu tun gehabt. Also... Dann Lady Liatrin, mit der eigentlich auch nicht. Ich denke mal, das ist eher so die Hordenseite. Die Macht wahrscheinlich, ja. Wir müssen nur zugreifen. Arkanistin Voltoir mit ihrem französischen Akzent. Wir waren ihre Gehilfen. Unsere Isolation ist vorbei. Und Talrisra. Okay, und endlich ist er wieder zurück. Und für Dämonenjäger ist natürlich Fürst Illidan Sturmgrimm nochmal was ganz Besonderes. Er ist der Anführer quasi von unserer Klasse und er ist jetzt wieder da. Wir hatten erst seine Seele ja aus Heljas Reich zurückgeholt. Und jetzt haben wir auch seinen Körper hier in der Nachtfestung bekommen und es ist wieder alles zusammen. Der Meister der Illidari, unser Meister, ist wieder da. Er hat erstmal nicht viel zu sagen. Vielleicht hat er erstmal andere Sachen, aber er ist auf jeden Fall wieder da und er hat auch seine legendären Waffen dabei. Und die sehen immer noch am coolsten aus, gell? Ja, auf jeden Fall. Also, es geht weiter mit das Auge von Amantol. Die Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wenn wir die Flut an Dämonen, die sich über Azeroth ergießt, eindämmen wollen, müssen wir mit Hilfe der Säulen der Schöpfung das Grabmal des Sagaras versiegeln. Khadgar senkt seinen Blick auf das Auge von Amantul. Das dürfte zu schwer sein, um es zu tragen. Vielleicht kann ich die Macht des Auges selbst verwenden, um es nach Dalaran zu transportieren. Teleportieren. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Okay, wir sollen ihm helfen, das Auge von Amantul zu transportieren. Teleportieren. Okay, erstmal wieder Bescheid geben. Das Schicksal von Azeroth liegt in eurer Hand. Ich bin bereit, das Auge von Amantul nach Dalaran zu bringen. Aber das hast du schon letztes Mal erwähnt, weil Valyria, der redet nichts, gell? Nee. Nee, leider nicht. Man kann nur mal im Stummfilm. Der hat ja nicht mehr viel zu sagen. Der hat sich verausgabt hier eben bei Gul'dan. Okay. Muss ihm schon helfen. Achso, ich muss ihm... Ach. Okay, Teleport Dalaran. Wow. Dann kommt so eine kurze Cutscene. Und das ist quasi die fünfte Säule der Schöpfung, Valyria. Jetzt haben wir alle fünf. Ja? Ja. Okay, dann ist Khadgar hier. Du musst jetzt irgendwie zu Fuß noch Dalaran kommen, gell? Och, Schamportstein. Ergebenste Grüße, Champion. Ergebenste Grüße, ja. Jetzt, da sich das Auge von Amantul in unserem Besitz befindet, sind wir unserem Ziel, das Portal zu versiegeln, einen Schritt näher gekommen. Und wir erhalten den Blick von Amantul. Das Zusammenführen der Säulen der Schöpfung lenkt den Blick von Amantul auf euch. Dadurch könnt ihr euch auf den verheerten Inseln im Freien alle 30 Sekunden wiederbeleben, okay? Lebt wohl. Wir werden uns wiedersehen. Und hier ist der Platz dafür. Jetzt haben wir alle, ja? Oh, die Musik ist auch ziemlich cool gerade. Kommt da noch was, wenn ich jetzt Khadgar folge? Bin ich nicht. Ich habe mir das andere angeguckt. Was gibt's denn noch? Was ist das andere?
Ja, wie diese Dinger da rumschwirren, ja. Ja, und dann an ihren Platz gehen. Okay, da kann ich ja gleich mal gucken, aber... Ja, und das, dieser Blick von Amantul, wo man sich jetzt quasi alle 30 Sekunden wiederbeleben kann, wenn man irgendwo beim Questen stirbt oder so, das ist halt ziemlich stark an dem, was es in Guild Wars 2 gibt, an diese Masteries, ja. Ah, da manifestieren sich diese das Auge von Amantul irgendwie noch stärker, ja. Na gut. Ja, Leute, den Helm, den ich da hab, mal was anderes, ja. Kann man natürlich auch Transmog benutzen, aber ich habe keine Ahnung, was es genau darstellen soll, aber irgendwie ist mal was anderes. Bevor wir jetzt mit Talrissa und wie es da weitergeht, machen wir erstmal das fertig, was auch ziemlich lange mit angefangen hat, nämlich das Herz von Zinashari. Ja, ich denke mal, das hat noch keiner hier vergessen. Und reden wir zuerst mit Talrinos Fußbaum. Was wollt ihr von der Wache? Der wollte ja von Trilliax, das ist derjenige, der aufräumen wollte und mit Kuchen um sich geworfen hat und so. Also, Größenwahn, ja. Und das andere ist Foliant der Jahrtausende. Von wem haben wir das eigentlich bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Jedenfalls, ich bitte euch um mehr Elisandre. Als ich... Elisandre, ach, von, ach stimmt, von Elisandre gehabt. War das, ja. Ich bitte euch um mehr, als ich möchte, aber es gibt keinen anderen Weg. Der Trilliax-Kern, anscheinend befand sich an der Seite ein Schalter mit der Aufschrift Persönlichkeitseinstellung, der inzwischen schon weggerostet ist. Ist er vielleicht deswegen zwischen, hat er so geredet, als hätte er so multiple Persönlichkeiten, ne? Ja, das passt. Also, in den Foliant der Jahrtausende von Elisandre, die Seiten blättern sich von selbst und um und die Wörter der einzelnen Seiten tauchen ständig auf und verschwinden wieder. Okay. Beim Anblick des Folianten der Jahrtausende bekommt Talrenos große Augen. Wenn Elisandre zur Vernunft gekommen ist, gibt es ja vielleicht doch noch Hoffnung für die Wache. Und erst Mekalek, der wollte, dass wir die Nachtsplitter sammeln, denn kristallisierte Stücke des Nachtbrunnens sehr beliebt bei der Oberschicht der Nachtgeborenen. Tja, wie viel haben wir erbeuten können? Alle, die er wollte? Mehr. Kalik, du stöber den Haufen der Nachtsplitter. Ja, die sind perfekt. Jetzt gibt es nur noch eines, was wir brauchen. Nun müsst ihr euch der Inkarnation der Dunkelheit selbst stellen. Gul'dan. Was will der haben? Jetzt will der, dass wir Gul'dan töten, oder was? Das meint er nicht ernst, oder? Valyria, ist doch wohl ein Witz. Ja, nachdem wir ihn jetzt zweimal gekillt haben. Bevor wir mit dem Ritual beginnen, muss ich euch um meinen letzten Gefallen bitten. Ihr müsst Gul'dan seine gerechten Strafe zuführen. Seine Lügen, seine Täuschung und sein Verrat müssen ein Ende haben. Nichts davon wird ihn jetzt noch retten. Wenn ihr alles erledigt habt, nehmt eins seiner herbeigezauberten Augen. Wenn wir seine Macht für das Gute einsetzen, ist das nur gerecht. Okay. Was bringt euch zu mir, mein Kind? Oh, das ist ja echt toll, gell? Aber wie auch immer, dann machen wir halt mit dem anderen weiter. Ja. Wo sind das andere jetzt nochmal? Ach, das ist da hinten, da wo Talrissa. Ja, die ist ja immer jetzt vor dem, aber... Ach nee, Ocolette. Ocolette, der hat auf jeden Fall auch nochmal was Cooles für uns. Wo soll es denn hingehen? Nämlich das Schicksal der Nachtgeborenen. Kurz nach eurer ruhmreichen Rückkehr von der Nachtfestung musste Talrissa aufgrund dringender Angelegenheiten in den Palast zurückkehren. Sie bittet euch, zu ihr zu kommen. Okay. Kurz nach der ruhmreichen Rückkehr. Ja, jetzt hat Talrissa ist jetzt, denke ich mal, offiziell die erste Arkanistin. Sprecht mich an, wenn ihr bereit seid, sie aufzusuchen. Okay. Prüfen, beobachten, wiederholen. Ich bin bereit, Okulette. Tel Valar. Das hast du ja schon gemacht, Valyria. Das muss ich jetzt alleine hingehen, gell? Ja. Teleportiert er mich jetzt einfach? Du musst ihn anklicken. Bescheid. Menos. Ich habe dir schon Bescheid gegeben. Na gut. Das Schicksal der Nachtgeborenen erfahren. Aran Arcana. Ich danke euch für euer Kommen. Die Schaldorei werden erlöst. Okay. Ich schulde nur dem Licht Rechenschaft. Also, ich bin beeindruckt, den Nachtbrunnen
Loszulassen war keine einfache Aufgabe. Seine Macht und seine Verlockung werden im Laufe der Zeit nachlassen. Genau wie wir werde auch sie ihren eigenen Weg in dieser Welt finden. Shorel Aran. Warum hat Elisande unsere Magie angezweifelt? Also, ich werde mich immer fragen, was geschehen wäre, wenn wir es vorgezogen hätten, den Nachtbrunnen zu retten. Was sind wir ohne seine Macht? Letztendlich vertraue ich Talrissas Urteil. Ich weiß, dass die Nachgeborenen unter ihrer Führung einen neuen Weg einschlagen werden. Das Arkane obsiegt. Mal gucken, was Tyrande zu sagen hat. Ich folge der Stimme von Elun. Der Nachtbrunnen existiert nicht mehr. Die Nachgeborenen werden lernen, ohne seine verderbende Macht zu überleben, oder sie werden untergehen. Hoffen wir auf das Erste. Was habt ihr entdeckt? Das ist die richtige Entscheidung. Die Macht hier ist zu groß, die Verantwortung wiegt zu schwer. Sogar Elisande wurde dadurch vernichtet. Wir müssen loslassen. Respektiert die Magie, oder sie übermannt euch. Ein Tag nach dem anderen. Was soll ich denn überhaupt jetzt hier tun, Aliria, wenn man hierher kommt? Oder hat bei mir irgendwas nicht funktioniert? Ach nee, jetzt passiert irgendwas von allein. Der Nachtbrunnen. Dass ich ihn noch einmal wiedersehe. Er stirbt. Ohne das Auge von Amantul ist der Nachtbrunnen instabil geworden. Wir könnten ihn stabilisieren. Wir sind nicht mehr von ihm abhängig, können seine Macht aber noch nutzen. Talisra, eure Entscheidung. Lasst ihn sterben. Wir müssen den Nachtbrunnen vergessen, Verantwortung für unsere Fehler übernehmen und unsere Schuld bei den Völkern Azeroths begleichen. Grüße. Okay. Danke, dass ihr gekommen seid. Früher oder später müssen die Nachtgeborenen ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen, ungeachtet der Hilfe von Fremden wie euch. Es ist keine einfache Aufgabe, aber Elisande hat uns gezeigt, dass wir allein und ohne den Nachtbrunnen zurechtkommen müssen, wenn wir wieder Teil der Welt sein wollen. Ich danke euch für alles, was ihr für uns getan habt, und dafür bekommt man den Mana-Siebter des Arkanisten. Vertraut nicht jedem. Unsere Isolation ist vorbei. Suramar muss frei sein. Ja, Leute, wir haben jetzt hier wirklich ein ziemlich cooles Reittier bekommen. Valyria findet es auch ziemlich cool. Ja, nach ihrer Rückkehr in die Nachtfestung verfügte die erste Arkanistin Talrissa, das Abenteurer, die ihre Befreiung Suramars unterstützt hatten, mit kostbaren Reittieren aus den königlichen Ställen gewürdigt wurden. Ja, und wenn man das jetzt in Suramar benutzen würde, dann wird man automatisch auch maskieren. Und das ist vor allem nicht nur einfach ein Reittier, sondern deswegen bin ich auch, ja, wo ist es denn jetzt? Genau, ja. Hab ja eben gerade. Das ist nicht nur ein Reittier, sondern man kann auch damit hier rumfliegen, ja. Ich finde, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ja, Leute, ihr habt es ja gesehen. Wir hatten Gul'dan gerade getötet und dann gehen wir die Quest ab mit den Splittern oder diese Essenzen, Nachtsplitter, die wir sammeln sollten, Valyria in der Nachtfestung. Und was fällt denn Besseres ein? Geht nochmal in die Nachtfestung rein und tötet Gul'dan. Echt, ey. So, nachdem man alle Splitter hat und dann in der Nachtfestung ist und auf dem Weg zu Gul'dan, hätte man ja theoretisch rausgehen sollen, um die Quest abzugeben. Ja, naja. Wir haben es dann ja so ganz normal. Ja, und dann haben wir es, ja, haben wir einfach Gul'dan nochmal getötet. Jetzt haben wir das Auge von Gul'dan, genau. Wo ist das eigentlich? Ich kann es jetzt, ach, wir geben es ja sowieso ab, dann kann ich es ja nochmal sehen. Weil auf die Belohnung bin ich auf jeden Fall, da warte ich schon länger drauf, weil das dann endlich auch mal ein anderes Aussehen freischaltet. So, erstmal den Halsschmuck weggemacht, weil dieser Heil, also. Also, wir haben das Auge von Gul'dan, sollte besser nicht in die falschen Hände geraten, okay? Ja, wir haben es hinter uns gebracht. Die Dunkelheit ruft. Ja, lasst uns keine weitere Zeit verschwenden. Ja, das sehe ich genauso. Hätte uns direkt sagen können, dass auch noch Gul'dan haben bestimmt, nicht nur die Nachtsplitter. Oh, so heißt auch der Erfolg, Valyria, ja, dass wir endlich das andere Aussehen unserer Artefaktwaffen freischalten. Der nennt sich nämlich Gleichgewicht der Kräfte. Endlich können wir die Früchte eurer Arbeit ernten.
Lotrius erwähnte einen Ort tief in der frühen Mondwachenfestung, an dem die neuen Wachen mit unglaublicher Macht erfüllt werden. Das wäre genau der richtige Ort, um die Macht der von euch gesammelten Nachtsplitter anzuzapfen und zu verstärken. Sammelt eure 7 Sachen und trefft mich dort, wenn ihr bereit seid. Wir werden das Herz benutzen, um endlich die in eurem Artefakt enthaltene Macht zum Vorschein zu bringen. Ja, endlich ist es soweit. Es gibt nur einen Ort, an dem wir die Macht der Splitter nutzen können. Der Mondtiegel. Natürlich. Doch in der Festung wimmelt es nur so vor Nachtgeborenen. Okay. Dann müssen wir sie wohl bitten, zu verschwinden. Wir müssen sie bitten, zu verschwinden. Also, die haben es immer sehr einfach. Porten sich. Ich nehme das Herz und treffe euch dort. Ja, der auch. Die Mondwache wird den Bereich für unsere Ankunft sichern. Der auch, Valeria, du siehst das Teleport-Mondtiegel. Wir haben uns immer gewünscht, dass er uns mitnimmt, aber das wird nicht. Die haben gesagt, Mondwachenfestung, da wissen wir ja eigentlich, wo wir hin müssen, oder, Valeria? Ja. Ja. Wir haben ja hier so ein Portal. Ja, und Leute, eigentlich kann ich euch sagen, mit dieser Questreihe, ja, haben wir letztendlich alles und sind dann bereit auf das, was uns Illidan ja schon angekündigt hat. Dass er uns mit in den Abgrund nehmen will. Boah, ich denke mal, wir reisen jetzt ja erstmal hier hoch, oder, Valeria? Ja. Das ist ja ganz woanders. Ah, dann nehmen wir, gehen jetzt doch mal zum grünen Abschluss, weil wir wissen natürlich nicht genau, wann jetzt der nächste große Content-Patch rauskommt, wo wir dann wieder an der verhärteten Küste landen werden. Es ist soweit schon bekannt, dass wir zusammen mit der Horde, das Allianz und Horde, genauso wie es am Anfang war, wo dann die Allianz quasi auf der einen Seite war und die Horde auf der anderen und wir zusammen den Krosus, diesen Riesen, diesen Titan da zusammen bezwingen konnten, ja. Mehr oder weniger, wir sind ja dann wieder zurückgeschlagen worden. Und so wird es dann auch im nächsten großen Patch, wenn wir dann wieder an der verheerten Küste sind, so wird es weitergehen. Zusammen mit der Horde muss die Allianz da erstmal irgendwie quasi das Territorium unter Kontrolle bringen, Valeria. Und ja, mal gucken, wie es dann läuft. Oh, die Ecke kennen wir hier. Das ist der Mondtiegel. Lassen die uns in Ruhe? Ach, es ist... Meinst du? Jetzt ist jeder für sich wieder, gell? Ja. Okay, mal gucken, wie es jetzt abgeht. Es tut gut, zu Hause zu sein, auch wenn es nur für eine kurze Weile ist. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Okay. Die sind bereit. Ich guck nur mal gerade, ob irgendeiner von uns reden würde. Aber nicht wirklich. Endlich haben wir es gehabt. Wir haben außenrum haben wir anscheinend diese ganzen Nachtsplitter, Valeria. Den Trilliax-Kern, den sollten wir ja auch aus der Nachtfestung besorgen. Das Auge von Gul'dan ist bei Kalek. Den Foliant der Jahrtausende, den wir ja auch besorgen mussten. Und ja, eigentlich sehe ich dann nur noch die Nachtsplitter. Ach, das Foliant der Jahrtausende ist der von Elisande, gell? Weil die ja, genau. Genau. Das hat sie getroffen. Also, wir sind bereit, das Herz von Sinnashari. Etwas an euch kommt mir bekannt vor. Ja, ich fange gleich damit an, denn dies ist ein wirklich bedeutsames Ereignis, meint Kalek noch. Okay, dann lass uns mal loslegen und die Macht absorbieren. Elun Fala Shalar. Ishnu Tala Kaldorai. Anar Endal Drakon Belora. Okay. Elun Orin Torel. Der Zeitpunkt ist gekommen, Champion. Entfesselt die Macht tief im Inneren. Macht der Urahn. Ich stell mich auch mal auf so einen Kreis. Das sind ja diese Runen, auf denen sie stehen, gell? Schließt das Ritual ab. Wow. Und jetzt? Hui. Das ist doch jetzt mal nur was anderes. Also unser Artefakt war mal endlich mal einen neuen Stil, gell?
Unglaublich. Es hat wirklich funktioniert. Ja. Es hat funktioniert. Okay, wie gefällt dir die Waffe, Valyria? Oh. Sieht schon mal cool aus. Ich bin ja immer noch, wir können ja gleich mal gucken, wie es bei Valyria aussieht, weil Valyria ist natürlich im Verwüstungsspezialisierung quasi Damage-Dealer und ich als Tank habe ja die Rachsucht. Ihr wirkt besorgt. Also, Kalec meint, die neue Form eures Artefakts ist sogar noch großartiger, als ich mir es vorgestellt hatte. Bitte nehmt die Überreste des Herzens als Zeichen meiner Dankbarkeit für solch ein wunderbares Abenteuer. Darin befindet sich immer noch einiges an Macht. Okay, wir erlernen die Macht. Einiges. Wir erlernen die Macht der Uhr an, schaltet die Artefaktvorlagen Klinge der Dunkelung und bist es. Ah, wir kriegen ja zwei. Ach, ich denke mal, es sind die zwei Spezialisierungen, ja. Und das Herz. Ja, das Herz von der Shari ist 1 Million. Das ist natürlich ziemlich happig, gell? Das ist nicht schlecht. Endlich habe ich jetzt mal eine andere Waffe. Mit der Waffe sieht man nicht unbedingt viele Leute rumlaufen, weil es eine relativ lange Quest. Danke für diese wahrhaft unglaubliche Reise. Solltet ihr je nach einem neuen Abenteuer suchen, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja, okay, Kalec. Okay. Das gehe ich jetzt einfach mal hier zurück. Vielleicht sehen wir uns hier. Komm einfach zurück auf die Brücke, weil hier vielleicht sind. Oh, hier sind natürlich wieder Gegner. Ich bin dabei. Ey. Ich kämpfe mal jetzt mit meiner neuen Waffe, ey. Wow, das sieht natürlich schon ziemlich cool aus. Da kommt dieser Schweif, wenn man. Da bist du ja. Nein, meine Zeit ist noch nicht. Okay, dann drück mal Y, dass man sieht, wie die Waffen aussehen, wenn du die so. Ah, die sehen auf jeden Fall auch ziemlich cool aus, oder? Ja. Ich finde die nicht schlecht. Ich habe hier die Tankwaffen jetzt auch mal in Blau. Ich finde die schon sehen ziemlich cool aus. Valyria, die D-Waffen immer noch in Grün, sieht auch ziemlich cool aus. Es gibt noch andere Farben. Aber ja, das war's jetzt erstmal. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Illidan uns in den Abgrund mitnehmen will, Valyria. Weil ja, das ist. Wir können hier gleiten. Das ist wird ein großer Patch sein. Nicht nur die verehrte Küste, sondern es wird auch ein Dungeon geben. Natürlich mit dem nächsten Schlachtfest, Schlachtzugs. Ich glaube, das ist das Grabmal des Sageras. Genau, genau. Ja, macht's gut und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ciao. Ciao. Und nun, Sterbliche, folgt mir in den Abgrund.